Westfalen und Neudorf, Wörth und Thurgau, begrüßen Sie in unserem Pfarrverband und bitten um das Sakrament der Firmung. Frauen ermutigen auch den Mut zu
öffnen für das Wort Gottes, das uns in dieser Stunde zugesprochen wird. Wir dürfen dann gemeinsam für die Firmlinge und mit den Firmlingen bitten um die Gnade des Geistes. Und wir dürfen uns dann hier an diesem Tisch am Altar vom Heiligen Sakrament werfen für unsere Lebens- und Glaubensleben. In Kyrie der Messe im Bußakt wollen wir jetzt um Gottes Erbarmen für uns und für diese Welt. Der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht.
herrscht in alle Ewigkeit. Thank you.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es wieder Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir kommen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagte zu ihm: Herr, zeigt uns den Vater, das gilt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaub mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaub wenigstens auch unter mir selbst. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht etwas nachdenken.
Das erste einmal, ein Handy, damit es überhaupt funktioniert, was muss man da tun? Öfter. Ja, man muss einmal einschalten. Und wenn man einschaltet, dann geht es so im Kreis und irgendwann einmal findet man auch einen Netzbetreiber. Und dieser Netzbetreiber ermöglicht es dann, dass wir sozusagen ins Netz hineinkommen und dass wir dort wirklich dann auch dieses Handy gebrauchen können. Ich möchte euch daran erinnern, ist es nicht oft so, dass wir für uns alleine sein wollen? Und dann ist es wieder ganz wichtig, dass wir aber in Kommunikation sind, dass wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft in der Familie, Gemeinschaft im Freundeskreis, Gemeinschaft auch in der Pfarre, in den Vereinen, in der Gemeinde und Gemeinschaft auch im größeren Sinn, vor allem auch in der Gesellschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur selber mit unserem Handy hin und her schalten und uns mit diesen Dingen nur für uns beschäftigen, sondern es ist ein Kommunikationsmittel. Es soll uns anstiften und immer wieder auch erinnern, dass wir nicht nur Geschöpfe sind, die für sich selber geschaffen sind, sondern die für die Mitmenschen geschaffen sind. Und wenn wir heute in dieser Stunde die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommen, dann ist dieser Geist Gottes, dieser Netzbetreiber, der euch immer wieder in Kommunikation bringen will. Und wir alle wissen, wie wichtig und notwendig das heute ist. Sind wir nicht alle in Gefahr, uns immer wieder nur in unsere eigenen vier Wände zurückzuziehen und vielleicht nur dort mit unseren Händen zu spielen? Aber keine Gemeinschaft kann ohne gemeinsames Tun, ohne Gemeinschaft, ohne Zusammenarbeit auf Dauer leben. Weder die Familie, noch die Pfarrgemeinschaft, noch die Vereinsgemeinschaft oder die Dorfgemeinschaft und auch letztlich nicht die große Welt, die Gesellschaft, in der wir leben. Und deshalb erinnert uns das Handy immer, wenn wir es einschalten, dass es nicht nur für uns selber da ist, sondern dass es uns in Kommunikation bringt mit anderen und dass es uns vor allem auch immer wieder daran erinnert, dass wir selber diese Kommunikation, diese Gemeinschaft suchen und sie auch pflegen. Und dann ist noch eine zweite Sache beim Handy. Mit einem Handy kann man ja nicht nur telefonieren, mit einem Handy kann man ja noch viel anderes machen. Wir können SMS schicken, eine WhatsApp, wir können filtern, wir können fotografieren und so weiter und so fort. Also, ein Handy ist auch sehr vielseitig und vielfältig. Und genau das, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, ist auch ein Bild für uns Christen, für uns Menschen. Auch jeder Einzelne von euch, liebe Firmlinge, und jede Einzelne und auch von uns, die alle da sind, hat verschiedene Talente und Gaben. Und diese Talente und Gaben gibt es nicht für sich zu behalten, sondern die gilt es zu entdecken und dann auch in die Gemeinschaft einzubringen. Und das ist genau das, was wir hier heute in der Lesung aus dem Petrusbrief gehört haben. Wir sollen lebendige Steine sein und wir sollen lebendig Kirche aufbauen. Diese Kirche ist wunderschön, wenn wir. Sie ist wirklich herrlich. Aber
Brüder, liebe Fremdlinge, mit euch steht und fällt diese Kirche. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und ich denke, keiner ist da unter uns, dem der liebe Gott nicht irgendein Talent geschenkt hätte. Und es ist auch keiner unter uns, sozusagen, der alles kann. Ein jeder hat etwas von Gott geschenkt bekommen. Und der Geist Gottes, den ihr jetzt in der Führung geschenkt kriegt, der möchte euch ermutigen und helfen, euer Talent zu finden, euer Talent auch dann für die Gemeinschaft einzusetzen. Und wie hat Papst Franziskus so schön gesagt, den Jugendlichen, ihr sollt keine Sofa-Christen sein. Das heißt, er möchte nicht, dass ihr zu Hause am Sofa herumliegt im Wohnzimmer und nur mit dem Handy oder mit anderen Computern und weiß ich was spielt, sondern ihr sollt eure Talente in die Gemeinschaft einbringen, so gut ihr könnt, mit euren guten Seiten und auch mit euren Fehlern und mit euren Schwächen. Und wenn ihr heute oft hören, liebe Schwestern und Brüder, diese Kirche, ach Gott, was will die ist ja so schäbig und so schlecht. Das ist eine Anfrage an jeden von uns, an dich und an mich. Unsere Kirche wird so gut sein, so gut du und ich mich einbringen. Und sie wird so schwach sein, so wenig wir uns einbringen. Und deshalb, wenn wir da herumspucken oder herumdiskutieren, dann sollten wir daran denken, wir leben nicht nur vom Kredit, sondern wir sollten mit Selbstkredit beginnen. Wir sollten uns fragen, was trage ich zur Gemeinschaft ein? Wenn ihr nicht in die Familie investiert, wird die Familie nicht existieren oder sie wird bald auseinanderfallen. Wenn ihr nicht in die Pfarrgemeinde investiert, dann wird sie bald auseinandergehen oder tot sein. Und wenn wir in unsere Gesellschaft nicht unsere Werte, die uns wichtig sind, einbringen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es so ist, wie es ist. Ein jeder möchte nur alles herausnehmen aus der Gemeinschaft. Aber wie viele sind bereit, auf etwas hineinzugeben. Ich weiß, das ist der schwierigere Weg, aber das ist der Weg, liebe Schwestern und Brüder, der uns weiterbringt. Und deshalb, liebe Familie, wenn wir in dieser Stunde die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommen im Sakrament der Führung, dann möchte er euch stärken, dass ihr euer Talent entdeckt und dass ihr es in der Gemeinschaft, sei es in der Familie, sei es in der Pfarre, sei es auch in den Vereinen und insgesamt in der Gesellschaft einsetzt. Und dann noch ein drittes und ein letztes, damit es nicht zu lang wird. Das Handy tut, braucht noch etwas. Damit ein Handy dann auch funktionieren kann, muss es immer wieder von Neuem aufgeladen. Es braucht also eine Ladestation. Und das ist nicht nur beim Handy so, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, das ist auch im Leben so, bei uns Menschen und vor allem auch bei uns Christen. Wir brauchen immer wieder eine Ladestation. Wir brauchen einen Ort, an dem wir zurückkommen können, wo wir abschalten können, wo wir uns ausruhen können, wo wir wieder auftanken, also aufladen können. Und das ist für uns selbst wohl der Sonntag oder die Kirche. Das ist der Ort, wo wir immer wieder zurückkehren. Das ist die Quelle, an der wir uns immer wieder neu ausrichten und wo wir uns frisch machen.
dass wir den Alltag, die Woche auch wiederum meistern können, die Woche mit ihren Höhen, aber auch mit ihren Tiefen, mit ihren schönen Seiten, aber auch mit ihren Herausforderungen. Und deshalb, liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, lade ich euch ein und möchte ich euch erinnern, immer wenn ihr das Handy ladet, dann soll es euch erinnern, dass diese Ladestation in eurem Leben auch wichtig ist, nicht nur für das Handy, damit es nicht abstürzt, sondern auch für dich und für mich, damit wir nicht ausbrennen, damit wir nicht ins Burnout laufen, damit wir nicht stürzen und vielleicht gar abfallen. Und deshalb pflegt, das bitte ich euch, pflegt und hegt das Gebet. Alleine, aber auch in der Gemeinschaft der Kirche der Pfarrer. Pflegt und hegt auch den Gottesdienst, vor allem am Sonntag und am Feiertag. Er ist sozusagen so eine besondere Oase, an der wir uns wieder stärken können und sollen. Pflegt auch die Sakramente, feiert sie. Sie sind Hilfsmittel, die uns Gott schenkt, damit wir auf unserer Wüstenwanderung nicht austrocknen oder gar geistig und geistig verdursten. Liebe Firmlinge, liebe Schwestern und Brüder, in wenigen Augenblicken werden wir das Sakrament der Firmung auch den Heiligen Geist und auch diese jungen Menschen aus euren Pfarren herabrufen. Und sie werden damit gestärkt, dass sie besonders immer wieder in ihre Gemeinschaft zurückkehren, dass sie wissen, wo ihr Netzbetreiber ist, dass sie Kontakt haben mit ihren Freunden, aber auch mit Gott und den Mitmenschen. Wir werden die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommen, damit diese jungen Menschen ihr Talent entdecken und es in die Gemeinschaft auch einbringen und dort Kirche und Gesellschaft mitbauen. Und wir werden jetzt die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, damit euch im Leben der Akku nicht ausgeht, der Saft nicht ausgeht, sondern damit ihr auf alle Höhen und Tiefen des Lebens auch immer wieder gut meistern könnt und damit ihr nicht ausbrennt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Eltern, Paten und Pfarrgemeinden, seien wir diesen Menschen, diesen jungen Menschen, Vorbild und Wegbegleiter im Leben wie im Glauben. Ich danke allen, die sich darum bemühen. Und ich bitte alle, auch dass sie nicht müde werden, hier nach, dass sie nicht nachgeben und dass sie nicht aufgeben. Und euch, liebe Firmlinge, möchte ich ermutigen, immer wenn ihr das Handy zur Hand nehmt, denkt an euren Firmtag und denkt daran, was mit das Handy auch mit der Firmung zu tun hat. Weil das eine wunderschöne Marienkirche ist und Maria die Frau des Heiligen Geistes als Frau des Heiligen Geistes verehrt wird, wollen wir jetzt gemeinsam auf ihre Fürsprache von Gott diesen jungen Menschen die Gabe des Heiligen Geistes im vierten Sakrament erbitten. Amen. Darf jetzt die Firmlinge einladen, dass sie aufstehen mit ihren Vater und wir wollen jetzt gemeinsam die Tauferneuerung vornehmen. Nun werdet ihr im Sakrament der Firmung den Heiligen Geist empfangen. Wir bekennen deutlich, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn Gottes und das Leben zu schenken. Er ist die, was er in der Tauferneuerung gewirkt hat.
Deshalb bekennt jetzt dankbar, laut und deutlich den Glauben, den damals eure Eltern und Vater bei eurer Taufe für euch getan haben. Und so frage ich euch heute vor der ganzen christlichen Gemeinde, widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, seine ganze Geburt ist von der Jungfrau Maria, der geliebt hat und begraben wurde, von den Toten auferstanden und zur Rechten des Vaters geht? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Und in diesem Glauben darf ich nun die Kirchengebete sprechen und euch dann das Sakrament der Heiligen Kirche erteilen. Lasset uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind, zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, den Sohn Gottes, ewig. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, in dieser Stunde, sende ihnen den Heiligen Geist den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beginnen jetzt mit der Feier des Sakramentes der Kirche.
dankbar für unsere Kinder. Ich möchte Ihnen Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein. Gib uns Rat und Einsicht, um Ihnen bei schwierigen und wichtigen Entscheidungen helfen zu können. Wir bitten dich, erhöre uns.
Beten, Brüder und Schwestern, dass mein neuer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nimmt das Opfer aus seinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens und zum Segen und zu seiner Herzen erreicht. Er habe dann Gott durch die Feier des heiligen Opfers gewährst uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus unser Herr. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Peace.
bis zu deinem Gebet. Du bist
nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern schaff den Glauben im guten Willen deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und in deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Liebe. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben. Dank dir an deine Seele gesund. Gib, dass wir die Gewohnheit des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
Danke, ihr wart weg.